Lieber Jürgen, wir befinden uns jetzt hier neben einem deiner wunderschönen Weingärten. Wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Genau, wir befinden uns in der Riede Oppeck. Eigentlich unsere wichtigste Riede. Gehört zu Riede Oppeck eigentlich auch die Katze? Die Katze gehört dazu, so also ist es. Ja. Das ist sagen die Riede Oppeck Katze. Genau, weil das ist die Minky. Die hat irgendwie richtig Lust heute, habe ich das Gefühl. Die hat richtig Lust, ja. Ja, es liegt am schönen Wetter, wunderschönes Wetter heute. Großartig. Genau. Wir sind mitten in der Riede Oppeck. Da sind unsere ältesten Weingärten, die sind über 40 Jahre alt. Ja. Also dieser Teil ist Sauvignon und Morillon direkt neben dem Weingut. Ja. Da ein bisschen rechts davon sind wir, also die ältesten, das ist Welsh Riesling, die sind knapp 50 Jahre alt. Und ja, super spannender Weingarten, komplett nach Süden ausgerichtet, liegt so zwischen 350 und 380 Meter Seehöhe. Ganz kurz, bevor du über die Weingärten mehr erzählst oder auch über deine Rebstockkultur. Du bist jetzt Winzer. Wie kam es dazu? Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Ich mache es in dritter Generation. Also mein Großvater hat angefangen damit. Familienbetrieb. Genau, Familienbetrieb. Hast du Geschwister? Und ich habe zwei Geschwister, ja. Ja? Hat sich irgendwie ergeben, dass ich das mache. Ich war in der Weinbauschule in Klosterneuburg, habe dann noch Marketing und Verkauf studiert und okay. So irgendwie hat alles... Gehört auch dazu. Genau, hat irgendwie alles das eine zum anderen geführt, aber grundsätzlich schon immer eben mit 14 in die Weinbauschule kommen und dann ist quasi der Weg eh schon gelegt und so hat sich eigentlich alles ergeben, aber das Interesse für den Wein war natürlich immer ausschlaggebend. Wurdest du inspiriert durch andere Winzer, durch andere Regionen auf der Welt? Gab es da Momente in deinem Leben, die ganz entscheidend waren, in deiner Entscheidung zu sagen, ich werde Winzer? Mit Sicherheit viele Betriebe in der Region. Es gibt ja, du weißt das eh, ihr habt das eh, die alle im Programm, die wahrscheinlich besten und größten Winzer, viele davon kommen eher aus der Südsteiermark und die waren natürlich schon ausschlaggebend dafür, weil es einfach super Weine gibt in der Südsteiermark, weil es eine extrem besondere Region ist, die Böden, das Kleinklima, eben die Nähe zur Adria, die Nähe zu den Alpen, kühle Nächte, heiße Tage machen. Man sagt ja manchmal Piemont von Österreich, durch diese hügelige Landschaft und genau, so weiter. Genau, aber einfach kühlere Nächte und das macht einfach viel speziellere und intensivere Weine. Ne? Ja. Also nicht einfach extrem vielschichtig durch die ganzen, durch die vielen kühlen Nächte und die heißen Tage. Das macht einerseits extreme, eine Aromaintensität und andererseits eben diesen Trinkfluss, die Säurestruktur und natürlich auch der Boden. Wir haben einen extrem hohen Kalkgehalt, wir sehen es dann weiter hinten noch. Und zwei Weinfarben gibt es in der Südsteiermark eigentlich, die weltbekannt sind. Einmal Weißwein und einmal Rosé. Oder ist das falsch zusammengefasst von mir? Ja, genau. Also vor allem bei mir hat es herauskristallisiert, dass der Rosé eigentlich auch ganz gut herpasst. Wir haben super alte Zweigeltreben. Rosé vom Kalk gibt es auch bei Kate und Con. Genau. Großartiges Getränk, vor allem jetzt Frühlingsgefühle. Rosé, der ein bisschen anders ist als die üblichen, sind super alte Reben. Ich wollte nicht ausreißen, weil es einfach schade ist, wenn man alte Reben ausreißt. Ja. Die sind knapp über 30 Jahre alt. Und woher kommt die Farbe im Rosé? Von der Bärenhaut? Von der Bärenhaut. Ja. Wie gesagt, es gibt manche Sachen, die weiß nicht jeder und wir müssen auch ein bisschen schauen, dass die unsere Fans und Kunden und Freunde, die sich das jetzt hier gerade anschauen, von uns beiden hier, ein bisschen was lernen über, sage ich mal, die Basics. Ja? Genau. Weil ich weiß zum Beispiel, dass im Champagner-Rosé auch manchmal die Farbe dann von einem Rotwein-Zusatz kommt. Ne? Kann man natürlich auch machen. Aber, genau, aber Rotwein ist in der Südsteiermark kein Thema, oder eigentlich? Nicht so wirklich. Nicht wirklich. Also wir haben zu viel Niederschlag und die Nächte sind zu kühl. Das heißt, und Niederschlag deshalb, ist das, was euch hier auch ein bisschen ausmacht. Du hattest vorher gesagt, wir haben Sauvignon Blanc 2020 probiert, übrigens großartiger Wein. Zu einer Jausen oder wie man bei euch sagt, zum Jausenbrettel in der Buschenschank. Regen oder Niederschlag, Sauvignon Blanc, das funktioniert. Genau, die Sorten halten das aus, die ist gemacht dafür. Viele andere Sorten halten es nicht aus und deshalb haben sie einfach gewisse Sorten herauskristallisiert, dass die in die Region passen. Das ist einerseits der Sauvignon, deshalb ist er innerhalb von 30 Jahren unsere wichtigste Rebsorte geworden. Ja. Dann gibt es noch den Weißburgunder, den Muscatella, den Morillon und
Ja, das war's eh. Und diese Sorten passen einfach perfekt in die Region, halten den Regen aus, ja. Passen zu den Kalkböden. Und das macht es ganz spannend, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt hier runterschaue, ich sehe hier ganz viel Gras, ganz viel Grün. Würde ich jetzt als normaler Laie sagen, das ist ein reichhaltiger Boden, das ist ein saftiger Boden. Aber wahrscheinlich habe ich nicht recht, weil ich habe ja gelernt, dass der gute Wein entsteht oft auch bei den kargen Böden, wo die Pflanzen sozusagen kämpfen müssen um ihre Mineralien, um ihre Nährstoffe. Warum ist das hier so grün? Wir haben Dauerbegrünung in der Südsteiermark genau aus dem Grund, weil wir so viel Regen haben. Das heißt, du begrünst dauerhaft mit einer Wiese, ja, damit auch das Gras ein bisschen Wasser saugt und nicht der Rebstock zu viel Wasser aufsaugt. Okay. Deshalb haben wir Dauerbegrünung im Burgenland zum Beispiel. Um hier eine Wasserkonkurrenz entstehen zu lassen. Genau so ist es. Okay. Weil du sagst, reichhaltige Böden, es ist natürlich sehr wichtig, dass du über dem Kalkriff eine gute Humusschicht hast. Wir machen unseren eigenen Kompost mit Mist, mit den Trestern und so weiter. Ja. Das sieht man da, das bringen wir dann ein für die Reben. Ja. Und das bringt natürlich super Nährstoffe. Das heißt, das bringt ihr selber ein? Genau, das bringen wir selber ein. Und woher kommt das? Wir haben selber einen Komposthaufen. Okay. Das heißt, da werden die Trestern nach dem Pressen hingeschmissen, da kommt der Erden dazu, da kommt ein Pferdemist dazu, den wir beim Nachbarn kriegen. Und das heißt, das ist natürlicher Dünger für die Rebe quasi. Gell? Passt. Das heißt, eigentlich nochmal ganz kurz zusammengefasst, wir haben eine Kalkschicht. Genau, und dann hast du drauf so einen halben Meter bis Meter Humusschicht. Humusschicht und genau. Dann oben die Begrünung und genau. So ist es. Alter der Rebstöcke ist für dich auch ein Thema, hast du vorher gesagt. Genau, ich glaube, man sieht es da drüben zum Beispiel ganz gut. Dann lass uns nach da vorne gehen. Übrigens für alle, die jetzt noch mitschauen, was wir natürlich sehr hoffen, die wunderbaren Weine von Jürgen Trummer gibt es bei Kate & Con für Deutschland und für Österreich. Was es leider nicht gibt, ist die süße Katze, die sich da gerade sonnt. Die könnt ihr nur erleben, wenn ihr hier mal den Jürgen besuchen kommt übrigens. Der Jürgen ist ein sehr gastfreundlicher Mensch und freut sich über viele Besuche von unseren lieben Kunden, um hier mal das live zu erleben. Wunderbar, die Katze ist wirklich großartig. Das ist jetzt ein richtig alter Kampel, oder? Genau, wir stehen mitten im Sauvignon Obeck drinnen. Die Reben sind zum Teil über 40 Jahre alt. Wir schauen extrem drauf, dass die Reben alt werden. Das heißt, wir machen einen sanften Rebschnitt, wie du gesehen hast, wir bringen also Kompost ein, natürlichen Dünger. Bei uns gibt es keine Insektizide oder Glyphosat oder irgendwas, also wir bearbeiten biologisch. Das ist Seid ihr ein Biobetrieb? Wir sind in der Umstellungsphase, also noch nicht zertifiziert, okay. aber dabei. In zwei Jahren zertifiziert. Also es ist noch, sage ich mal, reine Formsache. Du arbeitest wahrscheinlich schon seit eh und je nach den Prinzipien der Biozertifizierung. So genau so ist es, ja. Lieber Jürgen, du bist jetzt mit mir hier auf den Gipfel dieses wunderschönen Weinbergs gegangen. Genau. Steinhaufen, sag was dazu. Was genau können wir hier erkennen? Man sieht auch ein bisschen den Inhalt. Genau. Ja, erzähl mal. Grundsätzlich der Steinhaufen stammt aus dem Weingarten, den ich vor 3 Jahren neu angepflanzt habe. Das heißt, hier steht junger Morillon, der einmal in 30 Jahren Morillon Obeck sein wird. Das heißt, das ist eigentlich die gleiche Lage, wie wir vorher waren. Genau, also genau. Da, wo wir vorher waren, also die Riede zieht sich da drüben vom Weingut bis knapp unter den Aussichtsturm da oben. Okay. Da oben beginnt dann der Hochgrasnitzberg. Also das ist quasi der Obeck bis darüber. Okay, passt. Das heißt, hinterm Grasnitzberg befinden sich unsere Freunde von der Familie Thement. Genau. Wunderbar. Hier hast du neu gepflanzt, unten ist altes Material. So ist es. Wie war das, als du neu gepflanzt hast? Aufwendig. Also extrem steinreicher Untergrund. Okay. Das heißt, man muss drainagieren, man muss Leitungen einlegen, damit das Wasser abgefördert wird. Damit ist der ganze Steinhaufen entstanden. Das ist diese Kalkschicht, von der du geredet hast. Genau so ist es. Aber man muss halt den ganzen Hang ein bisschen gleich schieben und strukturieren, damit man Reben drauf pflanzen kann und damit man bearbeiten kann. Lass mal kurz zum Steinhaufen gehen. Genau, was vielleicht spannend ist, dass wir in der Südsteiermark oder vor allem hier in der Region Ehrenhausen
einen sehr kalkigen Untergrund haben. Die Reben wurzeln extrem tief in den Kalkstein. Das heißt, man sieht hier eigentlich, das ist fast wie gemacht. Das ist, ja. Das ist wirklich eine Muschel. Genau, so ist es. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Korallenkalkstein heißt es. Das heißt, hier war mal mehr. So ist es, genau. Vor 15 Millionen Jahren. Wunderbar. Die Muschel gibt es immer noch. Die gibt es immer noch, ja. Ja. Großartig. Ja. Das heißt, das war ein Riesenaufwand und du wolltest gerade noch was erzählen? Genau, die Reben wurzeln sehr tief in diesen Kalkstein und holen sie dort das Wasser und die Nährstoffe raus. Ja. Und das gibt natürlich einen sehr speziellen Weinstil. Ne? Und das ist ganz spannend in Kombination mit dem Wetter der Südsteiermark, viel Regen, extrem kalkiger Boden, das macht super spannende Weine. Und deshalb freue ich mich schon extrem auf den jungen Weingarten. Das heißt, man kann das auch ein bisschen vergleichen. Wir haben im Burgund auch viel Kalk in den Böden. Genau. Da auch die Rebsorte Chardonnay ja prädestiniert für das Burgund. So ist kann es. Man so ein bisschen die Parallelen ziehen. Das Thema Burgund ist ja für dich schon immer eine Inspiration gewesen. Das weiß ich aus persönlichen Konversationen mit dir, auch über unsere Burgunderwinzer, die wir bei Kate und Con im Programm haben. Vielleicht zwei, drei Sätze für unser Publikum, was jetzt hier gerade zuschaut. Vielen Dank übrigens, dass ihr uns zuhört. Wir hoffen, es ist interessant. Ja? Wie wurdest du inspiriert durchs Burgund oder wirst du nach wie vor inspiriert durchs Burgund, durch Burgunder Winzer? Burgund, einfach große Weine und überall natürlich, wo große Weine herkommen, das ist für einen Winzer interessant und so hat sich das eigentlich ergeben. Und ja, ich trinke nach wie vor gern Burgund und das Gebiet bei uns ist sehr ähnlich. Wir haben zwar um einiges mehr Niederschlag, aber die Böden sind sehr ähnlich, wir liegen höher. Aber man kann sicher gewisse Parallelen ziehen und es ist natürlich ein traditionsreiches und großartiges Gebiet und deshalb ja, interessant für jeden Winzer, eh klar. Ganz kurz noch zu dieser Riede, das ist immer noch Obeck. Genau. Im Obeck werden welche Rebsorten angepflanzt von dir? Morellon, also Chardonnay, und ja. Sauvignon Blanc sind eigentlich die wichtigsten Rebsorten für unser Weingut. Aber Muscatella und Weißburgunder gibt's auch. Aber als Riedenwein gibt es quasi nur den Sauvignon Blanc und den Morillon aus der Ried Obeck. Diese beiden Weine, Ried Obeck, Morillon, Chardonnay und Sauvignon, das sind auch die beiden sozusagen Riedweine, die es dann in der Flasche gibt. Genau so ist es, ja. Genau, die könnt ihr also bei Kate und Con dann probieren. Und großartig. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zu einem weiteren. Zu einem weiteren Ried. Genau, direkt gegenüber von uns, das ist ganz spannend. Da ist eine Südseite und genau direkt vor uns liegt der Hochgrasnitzberg, ebenfalls wieder die Südseite vorn runter. Und genau da haben wir vorige Woche einen Weingarten angepflanzt, zu 100% Sauvignon Blanc. Und ja, das schauen wir uns jetzt dann an. Ich würde sagen, lieber Jürgen, wir machen uns jetzt auf den Weg. Liebe Zuschauer, bleibt in der Leitung, weil in wenigen Sekunden werdet ihr uns dann, weil wir können uns ja mittlerweile beamen, wie du weißt, werden wir uns dann auf der gegenüberliegenden Seite bei einem weiteren Weingarten vom lieben Jürgen treffen. Ja, lieber Jürgen, ich muss mich hier fast festhalten, weil ich sonst nach hinten zurückfalle. Ja. Außerdem haben wir hier gerade eine wunderschöne Muschel gefunden, die schon versteinert ist. Schauen wir uns gleich an, wo stehen wir hier und wieso ist das so steil, bitte? Ja, es ist wirklich ein sehr spannender Weingarten für mich. Den haben wir vorige Woche anpflanzt. Ja. Und wir sind mitten in der Riede Hochgrasnitzberg. Und ja, wie du siehst, es ist extrem steil hier. Es ist extrem kalkhaltig und natürlich wieder perfekt für Sauvignon Blanc. Also wir haben da zu 100% Sauvignon gesetzt. Extrem eng, aus dem Grund, weil wir alles zu 100% mit Hand bearbeiten müssen, weil es eben so steil ist, will ich da nicht mit dem Weintraktor reinfahren müssen, weil das ist einfach zu gefährlich. Und wie ernte ich hier in diesen Weinbergen? In 3 Jahren werden wir den ersten Jahrgang rauskriegen aus dem Weingarten. Und es wird so sein, dass man mit Kleinkisten die Kisten einfach nach unten zieht und von unten wegtransportiert. Okay, das heißt, da gibt es eine Art, das heißt aber hier oben nimmt irgendwer die Trauben weg, oder? Genau. Und dann werden die Kleinkisten per Hand runtergezogen und dann
in den Weinkeller gebracht. Gibt es hier die Situation in so einem Weinberg, wenn es viel regnet, dass hier das Wasser anfängt zu laufen? Genau, das Problem ist, dass das ein sehr karger Boden ist, wie du siehst. Ja. Da ist seit 6 Jahren nicht gemäht oder irgendwas worden. Da ist seit mehr als 6 Jahren kein Traktor gefahren, aber es wächst nach wie vor kein Gras oder irgendwas, weil eben so ein extrem karger Untergrund ist. Okay. Und da wächst nichts an. Das wiederum die Kalkschicht. Genau, also du bist da aus der Humusschicht von wahrscheinlich 30, 40 cm und dann bist wirklich sofort am puren Korallenkalkstein. Und das macht es einerseits natürlich super spannend für die Weine irgendwann einmal, andererseits halt relativ schwer zu bearbeiten, weil eben nichts anwächst, weil es so steil ist und weil man alles zu 100% mit Hand bearbeiten muss. Also hier kann man wirklich von, von Personenarbeit, von Handarbeit sprechen. Und das, ich glaube, wenn man so ein Glas Sauvignon Blanc aus diesem Weingarten genießt, dann genießt man den auch mit einem gewissen Respekt vor den Menschen, die hier arbeiten und die hier schauen, dass die Trauben sozusagen ins Fassel kommen. Vielleicht ganz kurz für unsere lieben Zuschauer, eine versteinerte Muschel. Daran sieht man, wir reden nicht nur vom Muschelkalk, sondern wir haben ihn auch in unseren Händen. Also es ist wirklich... Hier, wir stehen hier auf einem Fundament von Meeressedimenten. Ja, und wir haben eben so eng gesetzt, weil es ein Ding da an Möglichkeit ist, dass man mit einer Maschine bearbeitet und deshalb müssen wir alles per Hand machen. Aber ich glaube, der Aufwand zahlt sich aus, weil du siehst, es ist einfach eine wunderbare Riede, offen hin nach Slowenien. Wunderschön. Da hinten hast du den Pochorie. Da liegt zum Teil noch ein bisschen Schnee, du hast einen kühlen Einfluss. Zu dem Thema Handarbeit, das ist ja sowieso bei euch im Weingut, glaube ich, oberstes Gesetz. Ihr erntet nichts mit der Maschine, alles mit der Hand. Genau so ist es. Das ist für uns auch gar nicht erlaubt im DRC-System. Das heißt, wir dürfen nicht mit der Maschine lesen. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, welche Maschine hier lesen könnte. Ja, das stimmt. Da ist dann doch in dem Fall der menschliche Körper dem noch überlegen. Ja, das stimmt. Es war ein großartiger Tag bei Danke. Dir hier am hat mich gefreut. Es hat uns sehr gefreut. Abschließende Worte, warum Jürgen Trummer und warum deine Weine, aus deiner Sicht für dich, was macht deine Weine aus, was müssen oder was sollten unsere lieben Fans, unsere Kunden, unsere Freunde, die das jetzt schauen, was sollten sie wissen über die Weine von Jürgen Trummer und über dich? Ja. Wie wir heute eh schon lange geredet haben, die Herkunftstypizität der Südsteiermark ist mir extrem wichtig. Ja. Und der Trinkfluss ist mir ist wichtig. Der echte Steirer. Ja, würde ich schon sagen. Ja. Herkunftstypizität, Trinkfluss und Mineralität. Ich will diese drei Komponenten in die Weine vereinen. Egal, ob jetzt quasi beim Einstiegsbereich bei den Südsteiermark DRC, wo wir eben Muscatella zum Beispiel gekostet haben, oder bei den Ortsweinen, also Sauvignon Blanc Ehrenhausen, oder eben bei den Riedenweinen Morel und Oppeck. Überall sollen diese Komponenten gegeben sein und das macht, glaube ich, einen großen Wein aus. Wunderbar. Echt handwerkliche Arbeit, die hier die Familie um das Weingut Trummer und mit dem gesamten Team leistet. Wir von Kate & Con sind stolz, das Ganze nach außen tragen zu dürfen in Österreich und Deutschland für euch, liebe Kunden, bei uns im Shop oder ganz normal über eure Sales Manager. Vielen Dank nochmal für diesen großartigen Tag. Es war wirklich perfekt. Danke. Danke.